Ich habe eine Stimme von Mann. Wir haben an der Landquartermesse gut 90 Aussteller, sehr bunt gemischt. Wir haben ein wahnsinnig gutes Rahmenprogramm, viele Sonderschauen. Wir haben so Medien hier, wir haben Kantonspolizei hier, wir haben Reali Rettung hier und wir haben die Landi, die im Aussenbereich für die Kleinen auch etwas macht. Also für die ganze Familie ist für Spass gesorgt. Jawohl, wir sind hier das erste Mal an der Landquartermesse. Hoffen im Nachgang, wenn ihr das Video gepostet wird, dass wir einen Haufen Leute begrüßen können. Bestehende Kunden, neue Kunden, Freunde, Kollegen. Wir sind hier nicht zum Haufen verkaufen, sondern zum Zeit mit euch verbinden. Ich bin zu Landquart aufgewachsen und darum gehe ich jedes Mal, wenn die Landquartermesse ist, schauen, was es wieder Neues gibt. Das ist spannend und das gefällt mir. Also wir sind heute das erste Mal hier. Das war für uns eine Herausforderung, weil wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir Zeit für Kunden haben, die wir im täglichen Betrieb weniger haben. Verkaufen tun wir eigentlich jetzt hier an der West nicht gross, sondern wie ich anfangs gesagt habe, wir möchten Zeit für unsere Kunden haben, die wir sonst wirklich zu wenig haben. Und schöne Gespräche mit anderen Messen ausstellen, Kontakt knüpfen. Und was mir jetzt an uns Sinn kommt, ist natürlich auch unseren Nachwuchs fördern. Die Lehrlingsausbildung, die uns sehr, sehr stark am Herzen liegt, dass wir auch hier können das fördern, animieren, unseren schönen Beruf zu lernen. Ja, ich bin hierher gekommen, weil meine Frau heute hier arbeitet, genau an dem Stand von CSEM. Sie tut CSEM heute hier vertreten und erzählt ein bisschen, was ihre Firma macht. Dann hat sie halt, weil Kinder daheim waren und gerade Schulferien, hat sie die mitgenommen. Und ich bin jetzt nach der Arbeit hierher gekommen und lasse mich ein bisschen inspirieren von dem Markt jetzt hier. Ich bin jetzt das erste Mal überhaupt hier. Und es ist wirklich lässig zu sehen, wie viele Firmen das hier sind und dass das so alles läuft. Das ist mega spannend für mich. Und ja, jetzt habe ich langsam Hunger und dann suche mir einen schönen Ort, um was zu essen. Reali gibt es seit dem 1973. Der Name kommt von REA, also REA, Reanimation, von RE wie Rettung, A, Anästhesie und Ambulanz. Lü ist unser Funkruf, Ortschaft im Waldmüsteier Lü. Wir haben den Rettungsdienst geholfen aufbauen im Kanton Graubünden bis im 2001. Und jetzt haben wir die Aufgabe, dass wir Schulungen machen. Wir legen Verlegungstransport von den Spitälern, also bis zu den zentralen Spitälern, Auslandtransport. Wir machen sehr viele Schulungen auch und sind oft auch bei Veranstaltungen als Fachpersonen mit Fahrzeugen vor Ort. Words can bring me down.
Morgana.